baut für uns bleibt heute auf jeden Fall hängen, dass wir gegen eine Top-Mannschaft bestehen können und auch gegen eine Top-Mannschaft zurückkommen können. Was bleibt für dich hängen? Ja, das Gleiche. Das ist ganz klar, es war für uns heute ein guter Test. Schönes Spiel, um uns zu zeigen. Ich glaube, das haben wir gemacht. Zweite Halbzeit haben wir sehr gut gespielt. Ich glaube, eine Halbzeit für uns, eine der bessere Halbzeit für die ganze Liga bis jetzt. Ja, ich denke, das ist nicht nur von den Spielern, aber auf dem Platz, auch von den Bank, sie haben den Unterschied gemacht und auch von unseren Fans. Wenn wir reagieren so als Verein, wir sind stark zu schlagen. Ich glaube, es war heute ein richtig gutes, hartes Spiel von beiden Seiten. Ich glaube, erste Halbzeit war Leipzig besser, das zweite fand ich uns eigentlich besser nach dem Tor. Und da habe ich gesucht nach einem 1-1 und die war gekommen. Und ich glaube, wir hatten noch mehr Chancen gehabt, um das Spiel zu gewinnen. Klar hatten wir auch Chancen gehabt, Leipzig, aber ich glaube, das zweite Halbzeit hatten wir die bessere Chance gehabt und konnten wir eigentlich das Spiel gewinnen. Pavo, unentschieden gegen Leipzig und die Serie hält weiter an. Wir sind immer noch ungeschlagen. Woher nimmt ihr diese Kraft, dann auch gegen so einen Gegner zurückzukommen? Ja, ich glaube, der Trainer stellt uns wirklich top ein auf die Gegner. Wir haben immer wieder eine Lösung parat und wir haben einfach großes Vertrauen in unser System, das wir spielen. Und ich glaube, das sieht man auch. Es ist nicht selbstverständlich, gegen Leipzig so eine Leistung zu bringen und eigentlich so wenige hundertprozentige Torschancen zuzulassen, dass man dann eiskalt bestraft wird. Gehört leider Gottes in solchen Spielen auch dazu. Ja, nichtsdestotrotz glaube ich, dass heute vielleicht sogar mit ein bisschen mehr Glück ein Sieg drin gewesen wäre. Ja, das gibt uns noch mehr Vertrauen, weil wir wissen, dass wir hatten noch nicht gegen einen Top 9 gespielt und heute, ich denke, wir haben vielleicht gegen einen der besten Mannschaften in Deutschland gespielt und haben wir auch einen Punkt genommen. So, wir haben hier ein großes Kompliment an die Jungs, an die Fans und wir müssen weiter so machen.